9 Uhr haben wir. Enjoy vom NDR. Euer Tag, eure Infos. Also künstliche Intelligenz ist ja teilweise schon echt gruselig, ne? Inzwischen kann die ja zum Beispiel unsere Stimme täuschend echt nachmachen und das wird langsam zu einem Problem. Lisa Posorske, warum? Weil wir oft kaum noch sagen können, ob das jetzt eine Fälschung oder echt ist. Und das ruft Kriminelle auf den Plan. Davor warnen die Sicherheitsbehörden in Deutschland. Sie gehen laut einer WDR-Recherche davon aus, dass Betrüger immer öfter Deepfakes nutzen. NJ-Reporter Thomas Kuhlmann sagt uns, was dann passieren kann. Heikel sind zum Beispiel Deepfake-Videos, bei denen es um vermeintliche Pornoaufnahmen geht. Alles, was Betrüger dafür brauchen, sind Fotos oder Videos von Social-Media-Accounts. Die werden dann auf die Aufnahmen drauf montiert und damit kann man dann Leute erpressen. Sextortion wird so etwas genannt. Zu Deepfakes, vor denen gewarnt wird, gehört zum Beispiel auch der sogenannte Enkeltrick am Telefon mit gefakten, täuschend echten Stimmen von angeblichen Verwandten. Und solche Stimmenimitationen können Betrüger zum Beispiel auch dafür nutzen, um Entführungen von Kindern vorzutäuschen. Bienen sind enorm wichtig für die Natur. Gerade der Winter ist für sie aber oft nicht leicht. Dieses Jahr sind die Honigbienen in Deutschland vergleichsweise aber besser durch den Winter gekommen. Es sind nur halb so viele gestorben wie letztes Jahr. Das ist das Ergebnis einer Umfrage eines Fachzentrums für Bienen und Imkerei aus Rheinland-Pfalz. Es ist in China teilweise so heiß wie seit über 100 Jahren nicht mehr. Im Süden des Landes soll es in den nächsten Tagen mehr als 40 Grad heiß werden, heißt es vom staatlichen Wetterdienst. Das wirkt sich auch auf den Stromverbrauch in China aus. Der kratzt an Rekordwerten. Weil es so heiß ist, schmeißen laut dem Stromnetzbetreiber viele Leute die Klimaanlage an. Für den Hamburger SV ist der Traum von der lang ersehnten Bundesliga-Rückkehr fast schon wieder zerplatzt. Gestern gab es im Relegationshinspiel gegen den VfB Stuttgart eine 0:3 Niederlage. Das Rückspiel ist am Montag. Enjoy. Euer Tag. Eure Infos. Zuverlässig und aktuell. Willkommen zum Wetter. Niedersachsen in Stade am Hansehafen haben wir schon 12 Grad. Genau wie Mecklenburg-Vorpommern in Waren am neuen Rathaus. Heute anfangs vor allem in Niedersachsen ein paar mehr Wolken am Start. Dort auch ein wenig Regen mit dabei. Ansonsten trocken und sonnig. Höchstwerte zwischen 16 und 22 Grad. Morgen am Samstag viel Sonne. Es bleibt trocken, wird ein Stückchen wärmer. Und am Sonntag auch nochmal ein Stückchen wärmer mit Sonne dazu. 9:02 haben wir es. Auf den Straßen ist noch nichts los oder immer noch nichts los. Euch eine entspannte und sichere Fahrt. Eure Enjoy Morning Show mit Martina und Greg. Das ist aber mal eine schöne Nachricht. Haben wir gerade von Mogi bekommen über die Enjoy-App. Er oder sie schreibt, ey, mir geht's dank Allergie heute so mies. Aber ihr beide macht's mir mit eurer Stimmung viel erträglicher. Oh, das geht runter wie Öl. Oh, das ist doch schön. Oh, Grüße an alle, die Allergie haben. Das kickt richtig rein zwischendurch. Wir haben Mitleid. Glaube ich. Enjoy the music. Eure Lieblingsmusik. Hi Leute, ich bin Kamrat. Enjoy the music.